Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Ja, es wurde sich gewünscht, mal wieder eine Folge Notruf zu spielen und ja, heute ist es soweit, wir spielen einfach nochmal eine kleine Runde, weil ich habe ja noch so ein bisschen zeitlich Platz eben für andere Let's Plays, weil Autobahn-Polizeisimulator sind wir eigentlich durch. Ja, da warten wir momentan aufs nächste Update, das dann den Tag-Nacht-Wechsel beinhalten soll und noch einige Verbesserungen. Dann lohnt sich da wieder reinzuschauen, weil momentan, wir haben, wie gesagt, eigentlich alles gemacht, ja. Deswegen heißt, wir warten jetzt auf Version 1.0.6. Soll die Woche noch kommen? Wir haben heute Donnerstag, den 21.07. Das heißt, eigentlich sind nicht mehr ganz so viele Tage übrig. Und dann geht es quasi mit Autobahn-Polizeisimulator weiter. Und ja, Police Simulator, Patrol Officers geht dann natürlich auch weiter und ja, dann haben wir noch so vielleicht das ein oder andere Spiel. Ich würde, wie gesagt, gerne den Flugsimulator noch ein bisschen zeigen und Euro Truck Simulator und Truck and Logistic Simulator und wir haben einen Einsatz. Mal schauen, Achtung, was. Achtung, Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF-1, Ginsterweg. TLF-1, ja, da fahren wir natürlich dann. Ich bin übrigens momentan wieder dabei, so ein bisschen mein Mikrofonsetting zu ändern und beziehungsweise anders zu verkabeln, damit ich auch die Möglichkeit habe, Spiele ein bisschen laut und leiser zu machen, getrennt vom Mikrofon laut leiser. Und ja, deswegen, das ist quasi jetzt eine Testfolge mit anderem Setting und ich hoffe, es kommt einigermaßen gut an. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es gescheit abgemischt habe oder nicht. Wir werden sehen, jedenfalls ungewohnt ist, ich höre mich jetzt auch selber ein bisschen auf den Ohren. Aber ich habe leider mit dem Mischpult, was ich habe, keine andere Wahl irgendwie. Und ja, Notruf will, dass ich die Tür nochmal auf und zu mache. Ja, man kennt es ja natürlich. Notruf geht dann auch bald richtig weiter, weil Mitte August soll ja endlich das Freiwillige Feuerwehr-DLC erscheinen. Und na klar, ist selbstverständlich, dass wir da reinzocken. Und ich muss gerade nochmal gucken, wie war Blinker? Blinker war so. Ja, wenn man das so lange nicht mehr spielt, ist es immer sehr schwierig. Wahrscheinlich hatten wir den Einsatz schon, aber was soll's. Habt so ein bisschen Notruf, habt so mit der Feuerwehr ein bisschen durch die Gegend peitschen. Und falls irgendwas halt mit dem Ton jetzt nicht passen sollte, es tut mir leid, ich bin wie gesagt noch am Einstellen und Testen. Und wie gesagt, schreibt einfach gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwas lauter, leiser haben wollt. Dann lässt sich das, denke ich mal, einrichten. So, einmal in den Kreisel rein. Ich muss mich gerade auch erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, die war ja nicht ganz so besonders. Aber geht schon. Geht schon irgendwie. Ich erhoffe mir halt dadurch, dass ich bei... Ja, übliche Brücke. Ich hoffe ja halt dann, dass ich die Möglichkeit habe, bei leisen Spielen das jetzt ein bisschen lauter zu regulieren. Kann zwar dann sein, dass der Ton ein bisschen verzerrt, aber ich hoffe nicht. Ich werde es natürlich in gewissem Maß dann nur regulieren können. Und weil das war ja zum Beispiel beim Bus-Simulator so das Problem. Der Bus-Simulator ist vom Sound her sehr, sehr, sehr leise. Und ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Ich glaube, hier an der Stelle waren wir noch gar nicht. Sehr cool. Doch ab und zu noch was Neues dabei. Ja, wie gesagt, der Bus-Simulator war halt extrem leise. Das wusste ich selber, weil er war auch... Ich bin ruhig. Ja, der Bus-Simulator war halt von Grund auf sehr, sehr leise. Man hört da sowieso auch beim Fahren, ich habe da selber auch kaum die Motorgeräusche gehört. Durchs Aufnehmen und YouTube, dann war der Ton eigentlich fast weg. Also man hat mich dann fast nur reden gehört. War sehr blöd, aber ich wusste nicht, wie ich das lösen kann. Jetzt mittlerweile habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich hoffe, dass ich jetzt da halt ein bisschen Einfluss drauf habe.
Wir probieren es einfach aus. Ich muss dann wahrscheinlich zwar bei jedem Spiel extra einstellen, aber ich werde mir das dann einmal irgendwie raustesten, ein Bild von machen und dann kann ich das ja recht schnell alles wieder hinstellen, wie ich es brauche. Ob das alles so klappt oder ob ich das öfters mal vergesse und dann der Ton überhaupt nicht passt, sehen wir dann. Dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen, aber ja, so langsam halt immer versuchen, ein bisschen besser zu werden, ist doch, glaube ich, schon ein recht gutes Ziel. Warum nehme ich gerade den Verteiler? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, der Container brennt schön vor sich hin. Es kann eigentlich gar nicht viel passieren. Wir haben eigentlich gar keinen Zeitstress. Und deswegen mache ich mich gleich erstmal an die Absicherung dran. Aber der Kollege kann ja eigentlich schon mal einen Löschwassereingang aufbauen. Und wir könnten theoretisch den Monitor oben benutzen. Wobei ich nicht weiß, ob man den so weit zur Seite drehen konnte. Deswegen lassen wir das erstmal. Wir lassen das lieber. Ich will nicht wieder irgendwelche Fehler auslösen. Und ja, deswegen lassen wir das einfach so. Und wir nehmen gleich einfach den Schlauch. Beziehungsweise ich nehme gleich erstmal was zum Absichern. Weil wir müssen die Straße jetzt eh sperren, sonst fahren die Autos über den Schlauch drüber. Also würden sie jedenfalls in der Realität machen, im Spiel nicht so wirklich. Aber wir versuchen ja so realistisch wie möglich Spiele zu spielen. Ich hoffe halt jetzt nicht, dass dadurch ein Fehler ausgelöst wird, aber wir probieren es einfach. Es kann eigentlich nichts schief gehen. theoretisch alles. Ja. Ich habe auch noch nie den Laden hier gesehen, dass man da reingucken kann. Leider beschäftigt man sich viel zu wenig mit der Umgebung, finde ich. Weil die sieht eigentlich gar nicht schlecht designt aus. So, da steht ja eigentlich unser Feuerwehrfahrzeug. Da hinten ist abgesperrt. Wie können wir noch erkenntlich machen, dass da ein Feuerwehreinsatz ist? Da. Wir stellen es einfach neben die Trinkhalle. Coca-Soda-Trinkhalle. Auch nicht schlecht. Haben wir noch irgendwas Schönes dabei? Ja, wir haben die Blitzlichten. Die Blitzlichten. Die Blitzleuchten. Da stellen wir noch vor das Fahrzeug, dass es noch mehr erkenntlich ist. Aber wobei, wer das Fahrzeug sieht, der sollte eigentlich ahnen, dass man da nicht lang soll. Aber man weiß es halt nie. Ja, wir machen gleich weiter mit dem Schlauch, beziehungsweise es kann gerade mal die KI übernehmen. Ich wechsle mal in die freie Kamera. Ich brauche natürlich wieder Bilder. Und ich finde, man nutzt eigentlich die freie Kamera viel zu selten, weil es halt auch ziemlich versteckt ist. Man muss einfach nochmal auf dieselbe Rolle klicken, die man schon hat. Und schon ist man in der freien Kamera und kann theoretisch das ganze Geschehen hier beobachten. Da ist dann der Tactical View eigentlich ganz cool. Da hat man so ein bisschen Emergency Feeling, weil man kann jetzt schauen. Dann kann man die Befehle geben. Kann wieder in die freie Kamera theoretisch zurück. Ja, wenn die Kamera nicht hängen würde. Okay, wir gehen einfach noch wieder in die Rolle rein und dann wieder raus. Und dann kann man da theoretisch cool von oben zugucken. Ich meine, wenn euch das gefällt, können wir auch ruhig ein paar Einsätze so erledigen, dass wir einfach nur mal zuschauen, wie die KI hier arbeitet. Oder wir können natürlich auch wieder die Rollen übernehmen oder ein bisschen mehr löschen. Gerne alles in die Kommentare schreiben. Aber da wir noch keine Folge hatten, bei der wir eigentlich einfach nur zugeschaut haben, finde ich das eigentlich mal ganz cool. Macht man viel zu selten. Ich freue mich schon richtig auf Mitte August, muss ich sagen. Wenn wir endlich das Freiwillige Feuerwehr-DLC spielen können. Man kann es nicht oft genug erwähnen, weil es ist halt kostenlos. Es wurde von Anfang an versprochen und dadurch, dass ja Notruf 2 wieder so katastrophal in den Markt gestartet ist, ja, gibt es natürlich als kleines Goodie. Und dann soll es ja mit der Entwicklung auch von der Berufsfeuerwehr weitergehen und der Multiplayer soll verbessert werden und. Ich habe noch große Hoffnungen bei Notruf.
Und ich glaube, bei der letzten Gamescom wurde ja, glaube ich, angekündigt, einen Polizei-DLC noch zu machen. Klar, der kostet dann was, aber kann, wenn gut umgesetzt, auch ganz cool werden. Polizeiwagen ist ja jetzt quasi schon drin, wenn man den ersten Teil hatte. Aber man kann halt eigentlich nichts mit anfangen. Überhaupt nichts. Ja, ich lasse der KI jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube fast irgendwie, der Kollege schafft es nicht. Ja, der Brandherd hat sich verändert. Irgendwie habe ich das Gefühl, du löschst eine Stelle und wirfst wieder ein Streichholz rein, Kollege. Ja, und sobald wieder ein bisschen mehr aus ist, greifst du zu Benzinkanister. Und dann, ja. Ich glaube, wir helfen ihm mal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich mache jedenfalls Dinge. Ja, wir halten den Schlauch jetzt mal richtig rein. Dann geht es eigentlich recht schnell. Ich weiß nicht, was der da so lange rummacht. So, noch ein bisschen dahin und da. Sehr schön. Ich glaube, ja, so weit ist aus. Ich wollte eigentlich gerade hüpfen, aber stimmt, man kann ja nicht hüpfen, ist ja der Tactical View. Ja. So weit ist aber aus. Gut. Dann schauen wir mal nochmal genau nach. Glutnester suchen. Ja, lassen wir die KI machen. Ich hoffe ja, ihr habt die ganzen heißen Tage die letzten Tage überstanden. War schon echt heftig. Wir hatten auch fast 30 Grad im Wohnzimmer. Es waren um die 39, irgendwas vorm Wohnzimmer. vom Wintergarten wollen wir gar nicht reden. Es war einfach die reinste Hölle da drin. Ja, heute geht's einigermaßen, aber ich muss sagen, es ist immer noch extrem warm. Okay, der Kollege geht hoch. Waren auch sehr, sehr, sehr viele Waldbrände in meiner Umgebung. Und es hat einfach überall gebrannt, gefühlt. War schon echt heftig, aber gut, ich meine, das hat man irgendwie jedes Jahr. Auch wenn immer so groß Panik geschoben wird, ja, 40 Grad und so weiter und so fort. Wenn man aber so eigentlich überlegt, hat man jedes Jahr im Sommer mal 39 Grad oder 40 Grad. So krasse Panikmache, wie die eigentlich im Fernsehen und in den Medien machen, braucht man da eigentlich auch nicht, würde ich mal sagen. Ja, Kollege hat mal wieder seinen Benzinkanister reingekippt und ein Streichholz reingeworfen. Ich würde sagen, wir übernehmen wieder, weil, ja. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller, als wenn der Kollege wieder ständig vorbeilöscht und dann wieder Streichhölzer reinwirft. Wir kennen es ja mittlerweile. So. Eigentlich müssten wir hier von oben reinlöschen. Also wie gesagt, mit dem Löschmonitor wäre eigentlich, glaube ich, ganz praktisch. Aber ich glaube, den konnte man nicht so weit zur Seite drehen. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Und wenn wir den jetzt benutzen und es klappt nicht und so weiter und so fort. Ich habe immer Angst, dass wir Fehler auslösen. Ich habe einfach immer Angst. Weil Notruf, ja, ihr wisst es einfach. Aus Versehen auf die Leertaste gekommen, aber alles kein Ding. So, noch hinter dem Brett oder hinter dem Baumstamm. Ist da wirklich ein Baumstamm im Container? Nicht schlecht. Das ist auch ziemlich hartnäckig da drin, muss man sagen. Aber ich glaube jetzt. Jetzt haben wir es, glaube ich. Ah, es zischt aber noch. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich würde jetzt gerne mal den Kollegen gleich da dran schicken, mit Glutnester suchen. Mach du mal. Wir können ja mitlunsen. Vielleicht geht's. Ich weiß zwar nicht, was da eben noch so rot geleuchtet hat, aber
Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Hat er was zu sagen oder nicht? Er sagt nichts, er macht nichts. Machen wir auch nichts. Nee, da packen wir zusammen. Ich denke mal, wir sind hier fertig. Genau, zusammenpacken und dann abrücken. Aber da müssen wir noch warten. Bis die hier fertig sind. Da helfen wir aber gerade mal mit. Ein bisschen was will ich ja auch machen. Schlauch, wohin damit? Wo hast du den her? Ich glaube von hier. Ja, sieht ganz passend aus. Pumpe abstellen, ja, das kriegen wir hin. Ist das nicht aber eigentlich die falsche Reihenfolge? Erst den Schlauch wegmachen, dann die Pumpe abstellen. Müsste man nicht erst die Pumpe abstellen, dann den Schlauch weg? Oder habe ich da irgendwie einen Denkfehler? Ich weiß es nicht. Nein, die würde ich gern zuletzt wegräumen. Dann lieber das hier. Man hat halt immer Angst, egal was man macht, dass man irgendwie die KI wieder austrickst und es dann Fehler gibt. Aber das passt, er macht es zu. Dann können wir das noch aufnehmen. Und dann geht's auch gleich schon wieder Richtung Wache. So. Dann schließen wir mal alles. Ist aber schon irgendwie echt krass, wie lange es jetzt schon Notruf gibt, den zweiten Teil. Und wir haben es noch nicht geschafft, eine einzige Nacht auf normalem Weg zu erreichen. Wir haben jetzt 11.53 Uhr. Mein halber Tag ist geschafft. Sieht schon mal gut aus für die Zukunft. Aber wir haben es einfach noch nicht geschafft, irgendwie im Dunkeln zu spielen. Immer halt, wir mussten ja wegen ein paar Fehlern oft jedes Mal neu beginnen. Mittlerweile muss man das ja nicht mehr. Aber wir haben es halt noch nicht geschafft, irgendwie mal im Dunkeln zu spielen. Ich hoffe aber, das schaffen wir bald. Bin mal sehr gespannt. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Blaulichter im Dunkeln schon richtig fett aussehen. Ich habe mich da auch nicht spoilern lassen. Hüpp rein, Kollege, wir wollen los. Falsche Taste. Genau, einmal den hier. Dann sind alle Lichter aus. Tun wir gerade einmal wenden. Okay, er sollte vielleicht auch die Tür zumachen. Ich will als die Handbremse ziehen. Ich will als beim Bremsen die Handbremse ziehen, das ist halt dann der Tactical View, ist halt ein bisschen schwierig. Das ist halt, wenn man bei Autobahnpolizei mit beidem immer bremsen muss, die normale Bremse plus Handbremse. Ja, ist halt ein bisschen schwierig dann. Blinker natürlich nicht vergessen. Sehr wichtig. Ja, die haben wieder alle Panik, weil die denken, wir haben Blaulicht an. Haben wir aber nicht. Ist einfach jedes Mal dasselbe.
Ich hätte mehr Panik vor mir, weil ich Schlangenlinien fahre, aber gut, jedem das seine. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt eine Handbremse hat. Ich glaube nämlich fast nicht. Ich habe ein paar Tasten durchgeklickt, aber nö, ich sehe nichts. Keine Ahnung. Aber gut, die Fahrzeuge stehen hier. Sobald man mal gebremst hat und steht, stehen die auch. Die rollen nicht und beim Aussteigen braucht man auch keine Handbremse. Ja, er macht wieder Platz, aber fährt dann doch in uns rein. Sehr schön. Ja, war aber doch recht einfach. Es hat zwar ein bisschen gedauert, weil in dem Container die Bremse zu löschen ist ein bisschen schwierig. Man kommt nicht gut dran. Außer vielleicht mit dem Monitor. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man da so gut hinkommt von der Halteposition. Und irgendwie müssen wir nochmal rangieren, weil wir kein grünes Feld bekommen. Jetzt. Gut, wir stehen. Motor natürlich aus. Den vergesse ich ja eigentlich gerne mal. Jetzt aber nicht. Tür noch zu und dann umziehen und dann ist Feierabend. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr mögt, schreibt mir jedenfalls gerne in die Kommentare. Es kann sein, dass morgen am Freitag nur eine Folge Notruf kommt und dann keine andere Folge mehr an dem Tag. Ich bin morgen nicht da, habe auch heute nicht mehr ganz so viel Zeit dazu und ich bin wie gesagt noch am Testen und bei Autobahnpolizeisimulator geht's ja dann eh erst weiter, wenn das Update da ist. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ich denke mal, es geht bald wieder regelmäßiger weiter. Ich habe jetzt die letzten Tage versucht, einigermaßen zuverlässig 2 Videos pro Tag hochzubringen. Hat auch eigentlich geklappt. Aber momentan ist zeitlich halt ein bisschen schwierig. Beziehungsweise, es fehlen auch so ein bisschen die Titel zum Spiel, muss ich sagen. Es fehlen auch so ein bisschen die Titel. Wenn man so hauptsächlich eigentlich Simulationen zeigen will, dann fehlen so ein bisschen die Titel eben, die gut laufen, bei denen man viel zeigen kann, viel machen kann. Deswegen bin ich auch so ein bisschen überlegen, andere Spiele vielleicht mal anzuspielen. Das muss ich mir aber noch überlegen. Ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr andere Spiele irgendwie sehen wollt. Zum Beispiel das neue Stray. Ist ja momentan so ganz groß gehypt. Würde mir auch zusagen, ich als Katzenbesitzer, beziehungsweise ich als Sklave der Katze, finde das Spiel eigentlich so auf den ersten Blick ganz cool. Ich habe es mir aber noch nicht genauer angeschaut, aber wäre zum Beispiel so eine Idee, dass man das gemeinsam zocken könnte. Ja, oder es gibt ja noch viele, viele andere Titel. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, vom Ton her ist es auch in Ordnung gewesen. Und ja, falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder in einem anderen Let's Play auf meinem kleinen YouTube-Kanal wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy.